Diese Fliese ist unbezahlbar. Aber nicht, weil du sie dir nicht leisten kannst. Wie das geht, erfährst du heute bei Taubenblau. Ich schmeiße meinen Fake-Fliesenspiegel raus und baue mir dafür ein echtes Angeberteil. Das Internet ist voll von Fliesen in den durchgeknalltesten Formen und Farben. Es gibt Glasmosaikfliesen, Hexagone, die glitzern, Metrofliesen mit Facette in Hochglanz in jeder erdenklichen Form und Farbe. Aber den wirklichen Klassiker, so wie man ihn aus Schwimmbädern kennt von früher, einfach eine rechteckige Fliese in 10 cm auf 20 cm, ohne Facette, ohne großartig Phase, richtig klassisch und schlicht, ist für kein Geld der Welt und keine guten Worte zu bekommen. Nach fast 4 Jahren Odyssee habe ich es jetzt aber doch geschafft und halte die Fliese der Fliesen, die eine Fliese, sie alle zu knechten, in den Händen. Weißes Gold. Und heute baue ich sie ein. Hi, mein Name ist Marek und willkommen zu Taubenblau. Ich weiß auch nicht, vielleicht bestimmt hier drin. Aber das ist ja nur eine halbe. Ich brauche 40 Stück. Das ist ein Viertel. Und jetzt verpiss dich. Was zur Hölle? Ernsthaft? Kinder? Halbe Ware? Wie tief bist du gesunken? Du bist erbärmlich. Angebot und Nachfrage. Gewöhn dich dran, Arschloch. Hey, na? Ich war so kurz davor, den Glauben in die Konsumgesellschaft zu verlieren. Sonst gibt es doch immer alles. Egal, was ich für eine bescheuerte Idee habe, sobald ich ins Internet gehe, finde ich mindestens 15 YouTube-Kanäle, die das schon seit 5 Jahren erfolgreich monetarisiert haben. In dem ganzen bunten Rauschen des Überangebots scheint aber langsam das Signal verloren zu gehen. Deswegen musste ich mich auch 4 Jahre lang durch das Dickicht der Bodenbeläge und des Baumarktdschungels schlagen, um endlich den Klassiker, den ich unbedingt haben wollte, zu bekommen. Natürlich war auch keiner der VerkäuferInnen um eine Alternative verlegen. Ich weiß, ihr macht nur euren Job und Fair Play. Aber nur weil jemand, der gar keine Ahnung hat, etwas als Alternative bezeichnet, ist es noch lange keine gute Idee. Irgendwann wurde mir das tatsächlich zu blöd. Ein Fliesenspiegel wollte ich aber trotzdem haben und ein anderes Format kam für mich gar nicht in Frage. Deswegen habe ich mich entschlossen, mir einfach eine kleine Behilfslösung auszudenken. Dafür habe ich eine MDF-Platte genommen und sie auf der Vorderseite mit der Tauchsäge eingesägt in genau dem Format, was ich gerne hätte. Danach habe ich noch die Kanten hier abgerundet und das ganze Ding so lange mit Heizungslack lackiert, bis es so richtig speckig glänzig war. Und ganz ehrlich, die wenigsten Leute konnten das auf den ersten Blick von einem echten Fliesenspiegel unterscheiden. Dieses Konzept hat sich leider nicht bewährt und inzwischen kann man sehr gut sehen, dass das hier keine echten Fliesen sind. Gerade im Bereich vom Herd, wo es dann auch mal ein paar Fettspritzer gibt oder es auch mal wärmer wird oder Wasserdampf involviert ist, hat sich der Lack ein bisschen angelöst und das MDF darunter hat angefangen zu blühen. Inzwischen fällt es wahrscheinlich niemandem mehr schwer, das hier von echten Fliesen zu unterscheiden. Raus mit der Scheiße! Halt, halt, Moment, Moment. Bevor du damit loslegen kannst, den ultimativen Fliesenspiegel zu bauen, brauchst du doch auch erstmal die ultimativen Fliesen, oder? Wie ich an die rangekommen bin und wie alles angefangen hat, das erzähle ich euch jetzt. Mein März hatte es auf jeden Fall so richtig in sich. Erst habe ich mit und über Lewis Engineering einen Film für den MDR gedreht. Praktisch gleichzeitig habe ich für eine in die Jahre gekommene Arztpraxis einen neuen Empfangsbereich entworfen und dann noch gebaut.
Die Schlüsselübergabe für die Praxis und das Erscheinen des Films fielen tatsächlich auf denselben Tag. Und als wäre das alles noch nicht genug gewesen, hatte ich danach 3 Tage Familienbesuch und an Tag 4 nach der Deadline einen Dreh mit einem anderen YouTube-Kanal. Peace, Love and Om machen schöne und sehr erfolgreiche Videos über Menschen, die ähnlich prekär leben wie ich. Kurz vor dem Dreh habe ich natürlich die ganze Taube nochmal richtig abgeschrubbt und alles auf links gedreht, damit mir nicht nochmal das gleiche passiert wie letztes Jahr. Auf dem Video sieht man gar nicht, wie dreckig und kaputt das in echt ist. Dabei ist mir dann auch aufgefallen, in was für einem katastrophalen Zustand mein Fliesenspiegel ist, wenn man mal genauer hinsieht. Ein Glück konnte ich mit Backofen, Reiniger und richtig feste Schrubben das Schlimmste nochmal verhindern und den Schaden ordentlich eindämmen. Gleichzeitig wusste ich aber auch, dass bei diesem Fliesenspiegel das letzte Mal sein wird, dass ich diese Karte spielen kann. Hier stand nicht weniger auf dem Spiel als das blanke Überleben meiner Küche. Es wurde also Zeit, ein paar schwierige Entscheidungen zu treffen und ein paar alte Gefallen einzufordern. Wo ist die Ware? Erst das Geld. Woher haben Sie diesen Kontakt? Wer weiß noch von diesem Treffen? Niemand. Damit sind wir jetzt aber endgültig quitt. Das war das letzte Mal. Verlass dich drauf. Ach, Scheiße! Stolz bin ich darauf natürlich nicht, aber ich möchte wetten, du hättest an meiner Stelle genauso gehandelt. Und jetzt, wo ich das weiße Gold endlich hatte, konnte es losgehen. Raus mit der Scheiße? Raus mit der Scheiße. Ich habe das hier damals mit so einem Nagelschussgerät reingeballert. Das ist einfach nur. Ha, siehst du, ich brauch gar keinen Schraubendreher. Also in Sachen Gewichtsersparnis hat das hier auf jeden Fall die Nase vorn. Ich glaube, das wiegt weniger als eine Fliese. Um diese Fliesen hier zu montieren, nehme ich Montagekleber statt Fliesenkleber und das entsprechende Abspielgerät. Natürlich brauche ich für die Fugen später Fugenmasse, 2 Zollstöcke, weil messen ist immer gut, eine Glattkelle, um die Fugenmasse auf den fertigen Fliesenspiegel zu verteilen, eine Schwammkelle, um die Fugen zu glätten, solche Abschlussleisten, um eine gerade Kante unten zu haben, Fugenkreuze für die richtigen Abstände zwischen den Fugen, einen Eimer und natürlich das Schneidegerät. Ein kleiner Nachtrag. Ich habe jetzt noch so eine Gummikelle von Jochen bekommen. Damit soll die Fugenmasse noch besser aufzutragen sein. Und so einen speziellen Auswascheimer, weil ich eh schon mal da war, hat er mir den auch noch mitgegeben. Es geht auch mit den anderen Werkzeugen, aber damit geht es anscheinend noch entspannter. Für einen guten Abschluss und eine gerade Kante habe ich erstmal diese Abschlusskanten hier angeklebt. Dazu habe ich einfach doppelseitiges Klebeband genommen und die Teile an die Wand gedrückt. Ich möchte wetten, das ist eigentlich nicht, wie man es macht, aber für meinen Fall hat das ganz gut funktioniert. Fliesen schneidest du am besten mit so einer Fliesenschneidemaschine zu. Einfach den Anschlag einstellen. Ich habe diese hier genommen, weil diese auch noch so einen Seitenanschlag hatte. Und dann einfach die Oberfläche anritzen und mit diesem Dingsy hier abknicken. Ich habe das am Anfang ein bisschen zu fest gemacht, das muss man gar nicht so doll machen, dann werden die Schnitte auch genauer. Mit etwas Übung und diesem Abspielgerät lässt sich der Montagekleber hervorragend auf der Rückseite der Fliesen aufbringen. Danach die Fliesen an die Wand quetschen und mit diesen Fugenkreuzen den Abstand zwischen den Fliesen einstellen. Am Anfang habe ich immer nur ein Kreuz pro Fuge genommen, das ist nicht richtig. Am besten nimmst du 2 Fugenkreuze und stellst damit an 2 Punkten die Fuge zwischen den Fliesen ein. Bei diesen Fliesen war das nicht ganz einfach, weil die Kanten nicht an allen Stellen wirklich gerade waren.
Die ersten Reihen sind fertig und wer hätte das gedacht? Es ist schwieriger als gedacht. Zwar geht das super gut mit den Fugenkreuzen, aber gerade bei so krummeren Fliesen kann es schon mal sein, dass die Fuge dann nicht genau sitzt. Das heißt, da solltest du auf jeden Fall nochmal mit deinem Augenmaß drüber gucken und die Fugen dann einfach ein bisschen nach visuellen Eindrücken einstellen. Das hat sich zumindest bei mir bewährt. Nachdem der Montagekleber fest war, konnte ich die Fugenkreuze einfach rausziehen. Tag 2, der Montagekleber dürfte inzwischen trocken sein. Ich finde, es sieht so schon richtig geil aus, aber eigentlich wird es jetzt erst richtig ernst, denn jetzt geht's ans Verfugen. Ich habe das selber auch noch nie gemacht und bis jetzt nur in YouTube-Videos gesehen, deswegen kann ich es kaum erwarten. Das soll wohl hinkommen. So lange rühren, bis die Masse knotenfrei ist. Whatever that means. Soll sich angeblich doch tendenziell beeilen. Deswegen rühre ich auch erstmal die Hälfte an und nicht alles. Aber das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Mit der Gummikelle habe ich dann die Fugenmasse in so kreuzenden 45-Grad-Bewegungen auf dem Fliesenspiegel verteilt. Ja, schon langsam ein bisschen hart. Also, anhalten. Mein Fliesenspiegel sieht aus wie Sau, aber mein Nachbar Jochen sagt, wenn er so aussieht, dann hast du wahrscheinlich was richtig gemacht. Wichtig ist nur, dass in allen Fugen was drin ist. Ich habe ihn gerade noch mal gefragt, wann ich denn damit anfangen soll, den sozusagen abzuwischen. Und er meinte, dass das so ein bisschen eine Gefühlssache ist und es kommt stark darauf an, wie saugend der Untergrund ist. Ich habe natürlich kein Gefühl dafür, weil es ist ja das erste Mal, dass ich das mache. Wenn ich zu früh anfange, kann es sein, dass ich den Mörtel wieder aus den Fugen rauswasche und das wäre natürlich blöd. Jochen meinte, das wäre nicht so ein Problem, weil selbst wenn ich den ein bisschen rauswasche, dann kann man das später nochmal mit ein bisschen Fugenmörtel wieder reingehen. Das sieht man nicht. Wenn ich aber zu lange warte, dann kann es sein, dass das Zeug sich nicht mehr so gut abwaschen lässt. Es sind gerade mal 45 Minuten vergangen, aber der Zustand, den Jochen eigentlich erst so für 1,5 bis 2 Stunden vorausgesagt hat bei dem Untergrund, der ist jetzt schon eingetreten. Das heißt, die Fugenmasse auf den Fliesen wird schon so leicht krümelig und an manchen Stellen pappt sie schon so richtig an. Ich würde es jetzt einfach mal vorsichtig versuchen, den Spiegel abzuwaschen. Das ist wirklich der geilste Arbeitsschritt der ganzen Aktion. Es ist richtig befriedigend zu sehen, wie unter diesem chaotischen Haufen von Fugenmasse dieser wunderschöne Spiegel zum Vorschein kommt. Die Farbe der Fugenmasse hieß übrigens silbergrau, nach dem Trocknen sah sie aber tatsächlich weißer aus als meine Fliesen, also Vorsicht bei der Wahl. Ziemlich genau 10 mm. Das ist natürlich deutlich mehr als der Fliesenspiegel vorher. Das heißt, ich muss noch ein bisschen was aus dem Abtropfschrank ausklinken, damit der hier über den Spiegel geht. Wow! Okay. No margin for error. So ist das hier auch noch mit konserviert. Aber 100%. Die obere Lücke ist nicht schlimm, die wird sowieso von dem zukünftigen Regal verdeckt. Ich persönlich bin richtig begeistert von dem Fliesenspiegel. Ich finde, es sieht so geil aus und es hebt die Küche auf jeden Fall nochmal auf ein ganz neues Level. Endlich habe ich meine Traumfliese und ich muss sagen, es ist wirklich genau die Fliese, die ich haben wollte. Und manchmal ist es auch gut, keine Kompromisse zu machen. Ich finde es so geil, diese kleinen Unperfektheiten an dieser antiken Fliese. Die Kanten sind nicht ganz gerade, es fehlt hier und da mal ein Stück oder die Glasur ist nicht perfekt. Es ist einfach nicht so ein fieches Industrieprodukt wie das, was man sonst so kaufen kann. Ganz abgesehen davon, dass man das nicht kaufen kann. Wie immer, wenn man was neu lernt und zum ersten Mal macht, weiß man danach, wie es geht. Und ein paar Sachen würde ich tatsächlich jetzt anders machen. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar für die Tipps, die Jochen mir gegeben hat. Zum Beispiel das mit der Gummikelle und das mit diesem Abrolleimer. Super cool, dass er das auch da hatte. Sagen wir mal, fürs erste Mal ist es schon wirklich gut geworden. Aber ich glaube, in Zukunft geht da tatsächlich noch mehr. Und retrospektiv habe ich auch ein paar Mal überlegt, ob ich die Fliesen vorher hätte noch mal sortieren sollen, weil ein paar waren dabei, na, ist schon ein bisschen krumm. Unterm Strich finde ich aber eigentlich, dass diese kleinen Quirks
diesen Spiegel eigentlich erst so richtig besonders machen und ich habe es im Endeffekt dann auch wirklich schätzen gelernt. Wenn ich das nächste Mal Fliesen mit Montagekleber aufklebe, dann werde ich darauf achten, die Wurst besonders gleichmäßig zu machen und die Fliese erst ranzudrücken, dann ein bisschen hin und her zu schmieren, um den Kleber wirklich gleichmäßig zu verteilen und erst dann die Fliese in Position zu bringen. Ich habe jetzt ein paar Mal das Problem gehabt, dass die Fliesen dann, wie stelle ich das jetzt da, dass sie halt nicht genau parallel zur Wand standen. Das würde ich beim nächsten Mal anders machen. Beim nächsten Mal würde ich außerdem darauf achten, dass ich wirklich eine durchgehende Abschlussschiene habe. Es sieht einfach ein bisschen schicker aus, ohne die kleinen Versätze. Anders ging es diesmal nicht, weil ich den kompletten Einkauf mit dem Fahrrad machen musste. Aber ansonsten ist dieses Projekt irgendwie einfach erschreckend gut gelaufen. Was mich aber nochmal wirklich interessieren würde, ist, war der Fake-Fliesenspiegel ein Providurium oder ein Kompromiss? Lass mich das doch mal bitte in den Kommentaren wissen. Sicherlich ist dir auch aufgefallen, dass der Wasserhahn noch nicht wieder hängt und die kleinen Besteckkörbe auch noch nicht wieder an der Wand sind. Hand aufs Herz, ich bring's gerade noch nicht fertig, Löcher in die frische Wand zu bohren. Aber ich brauche ja auch noch Stoff fürs nächste Video. Bis später!